Hey, Haukartoffeln, ein weiteres Red Dead Redemption 2 Online-Video ist heute für euch am Start und diesmal kümmern wir uns um das Dienstags-Update. Wir nehmen alles genauer unter die Lupe, die legendäre Kopfgeldjagd. Da gebe ich euch ein paar Tipps, wie man das am besten auf Stufe 5 machen kann. Ich zeige euch alle drei Spawn-Suchen von allen drei Items der wöchentlichen Kollektion von Madame Nazar. Und über Fear the Dark, den neuen Modus hier fürs Halloween-Event, verliere ich auch noch ein paar Worte. Aber wir starten erstmal bei der legendären Kopfgeldjagd. Hier würde ich euch empfehlen, zwei schnell schießende Pistolen mitzunehmen, ein Bolt-Action-Gewehr und eine Shotgun. Am besten die doppelläufige, die macht nochmal ein bisschen mehr Schaden, aber auch die Pump-Action oder sowas wäre dafür in Ordnung. Ihr könnt auch sowas wie das Lancaster oder das Springfield nehmen, aber eine relativ schnell schießende und relativ genaue Waffe für die Entfernung solltet ihr auf jeden Fall mitnehmen. Dann könnt ihr hier auch gleich mal ins Lager reiten und ihr werdet gleich mal diese Cutscene bekommen, wo ihr eben danach hinterher reiten könnt. Also ihr müsst nicht diese ganzen Hinweise und sowas suchen. Ist ganz nett beim ersten Mal, aber kann danach übersprungen werden. Also wir wollen ihm jetzt erstmal ein Stückchen hinterher reiten und dann ab einem gewissen Zeitpunkt, ungefähr nach 30 Sekunden, wollen wir schnell von ihm wegreiten, nach vorne, quasi in die Richtung, damit wir die Banditen schon sehen können, bevor sie uns überfallen. Normalerweise, wenn ich jetzt hier mit dem Kopfgeldziel unterwegs gewesen wäre, auf einer Höhe, dann würden die Banditen sofort anfangen, auf mich zu schießen. Ich müsste ihn beschützen, ich müsste mich gleichzeitig um den Banditen kümmern, während er wegreitet. Und ich muss ihm auch sofort hinterherreiten, damit er nicht entkommt und kann auch die ganzen Leute hier nicht mehr looten. Wenn ihr ihn einfach zurücklasst, ein paar Meter, dann könnt ihr ganz gemütlich hier erstmal die ganzen Leute erledigen, die ganzen Leute looten, wieder zu ihm zurückkehren und dann geht die Reise weiter. Und er tut einfach so, als ob dann auf einmal Banditen auftauchen. Aber naja, so ist das Spiel eben programmiert. Irgendwo muss ja der Triggerpunkt sein und das ist halt dann ab einem bestimmten Abstand von diesen Banditen entfernt. Und naja, so, wenn ihr das wisst, reitet erstmal ungefähr 30 Sekunden mit ihm auf einer Höhe und sobald er aufhört zu reden, würde ich einfach mal die Beine in die Hand nehmen bzw. einfach mal das Pferd im Galopp treiben und die Straße entlang ein bisschen weiter gucken und ihr werdet dann irgendwann mal auf die roten Punkte von den Banditen stoßen. So, also ihr werdet ihn dann wieder aufnehmen, er wird wie gesagt dann erstmal darauf reagieren, dass die Banditen jetzt erst sind und wird dann kurz danach Deckung suchen und ein weiterer Kampf beginnt. Das Problem ist immer, dass ihr sofort Deckung suchen müsst und in dieser Mission wirklich nicht viel Deckung vorhanden ist. Ich würde sagen, es ist wirklich eine der schwierigeren Missionen. Ich würde euch wie gesagt empfehlen, hier die Schrotflinte mitzunehmen mit entweder normalem Schrot oder aber dem Flintengeschoss, das halt auf weitere Distanz funktioniert, oder halt die Bolt Action zum Beispiel mit Express-Munition, damit ihr hier auch mit Körpertreffern, mit zweiteren Treffern den Tod herbeiführt bei den Gegnern. Und ihr müsst halt eigentlich dafür sorgen, dass ihr auch ihn beschützt und gleichzeitig die ganzen Leute von ihm abhaltet, denn die schießen auch auf ihn. Also die schießen nicht nur auf euch, sondern auch noch auf das Kopfgeldziel, was es umso schwieriger macht. Denn wenn die Banditen den guten Tobin abschießen, bevor euch die Position der Besitzurkunden zeigen kann, gilt die Mission als gescheitert und ihr müsst komplett von vorne anfangen, was sehr, sehr bitter ist. Das heißt, ihr müsst gleichzeitig die Banditen von ihm abhalten, aber auch irgendwie in Deckung bleiben, damit ihr selber nicht zu sehr ins Schussfeld geratet. Ihr müsst also auf jeden Fall dafür sorgen, immer genug Arzneien und am besten auch noch Schlangenöle dabei zu haben, damit ihr Deadeye und Leben immer wieder auffüllen könnt und natürlich auch eure Kerne nicht vergessen. Das heißt, hier immer wieder nachliefern nach einem Kampf und ein bisschen Fleisch und sowas essen. Natürlich auch am besten die Kerne golden machen. Das kann man mit dem Großwildfleisch, wenn man das noch würzt, machen. Oder aber zum Beispiel, wenn man den Lagereintopf bei Crips isst, den habe ich aber jetzt natürlich nicht in dieser Mission zur Verfügung. Man kann es ansonsten auch noch machen, indem man antike Schnapsflaschen trinkt, möchte man aber vermeiden, weil die natürlich relativ wertvoll sind. So, jetzt ist er hier schon am Humpeln. Er hält zwar einiges aus, aber dann auch nicht unendlich viel, also nur eine gewisse Menge an Schüssen. Und dann ist er halt auch down. Und ich muss auch gleich mal zugeben, dass ich es tatsächlich nicht bei einer Schwierigkeitsstufe geschafft habe, ihn lebendig abzugeben. Immer wieder kamen die Banditen und haben entweder ihn zu schnell abgeschossen oder ich habe ihm vertraut zum Beispiel und habe ihn selber reiten lassen. Und sobald halt jetzt nach dem Moment hier der nächste Ambush kommt, nimmt er halt auch seine Beine in die Hand und reitet weg. Und auf dem Weg dahin wurde halt auch komplett abgeschossen und ich habe ihn immer wieder nur tot abliefern können. Und auch jetzt ist er schon wieder gestorben, weil einer auf der rechten Seite gespawnt ist, wo ich halt keine Deckung auf ihn hatte und ihn nicht beschützen konnte und er selber auch keine Deckung hatte, sondern völlig offen gegen die Schüsse war. Und das ist halt sehr, sehr schwierig, hier für Deckung zu sorgen, für einen selber, aber auch gleichzeitig immer wieder das Kopfgeldziel zu decken. Aber nicht so schlimm, sobald ihr halt die Position der Besitzurkunden wisst, könnt ihr auch dafür sorgen, dass er tot abgeliefert wird, ist dann nicht mehr so wild. Aber natürlich möchte man den immer lebendig abgeben, damit es mehr Belohnung gibt und damit man auch natürlich hier nochmal die letzten paar Zeilen Dialog mitbekommt. Denn ja, auch wenn ihr jetzt hier es schafft, ihn nach diesem letzten und schwierigsten Banditenüberfall am Leben zu erhalten, hört man tatsächlich nochmal ein paar Zeilen Dialog,
Und ihr werdet es gleich sehen im Verlauf dieser Zeit. Die ganzen Schüsse prasseln halt auf seinen Körper ein. Selbst wenn ihr ihn direkt fesselt, nachdem er euch die Option lässt, nachdem ihr die Besitzurkunden habt, könnt ihr euch aussuchen, ob ihr ihn fesseln wollt oder nicht. Und selbst wenn er nur hinten auf eurem Pferd drauf bleibt, es ist einfach sehr, sehr schwierig, ihn hier am Leben zu erhalten. Ihr könnt zum Beispiel bei einer bestimmten Route dafür sorgen, dass ihr die ganzen Banditen hier abschüttelt, indem ihr so in einen Eisenbahntunnel reinreitet. Aber ansonsten ist es sehr, sehr schwierig, weil ihr halt auf offenem Gelände seid. Und ihr könnt halt kaum dafür sorgen, dass euer Pferd in Deckung bleibt und ihr währenddessen auch noch. Hier im Blackwater wäre das sogar noch möglich gewesen, aber der ist mir ja diesmal schon vorher abgenippelt. Es ist auch übrigens Zufall quasi, welche Route ihr bekommt. Diesmal bin ich zum ersten Mal auch in Blackwater gewesen und habe ihn hier abgeliefert. Normalerweise ist man ja eigentlich in Armadillo und hat da 3-4 Routen. Das ist am Anfang, wenn man nach Thieves Landing, also wenn man von Thieves Landing aus entweder nach links oder nach rechts reitet, je nachdem, dort ist auch dann das Schlussgebiet. Und ja. Aber tot abgegeben ist er trotzdem abgegeben und die Mission ist damit erfüllt. Ich bekomme 70 Dollar, 0,36 Gold und 500 XP knapp. Damit bin ich ganz zufrieden. Wie gesagt, schade, dass man jetzt hier keine Tipps abgeben kann, wie man ihn am besten am Leben erhält. Aber ich fand es einfach jedes Mal wirklich sehr, sehr schwierig. Wahrscheinlich muss man auf eine Kombination von richtigem Pfad hoffen und dass man die richtigen Deckungsmöglichkeiten in dieser Mission hat. Ansonsten ist es schon wirklich sehr schwer. Falls ihr ansonsten noch Tipps habt für die Mission, wie man ihn am besten lebendig abliefern kann, schreibt sie mir gerne unten in die Kommentare. Nicht nur für andere Leute, sondern auch für mich. Dann versuche ich es auch nochmal privat lebendig abzuliefern und mir die paar Zeilen Dialog reinzuziehen. So, jetzt machen wir weiter mit dem Fear of the Dark Modus. Ich muss dazu sagen, ich habe es kein einziges Mal seit Dienstag geschafft, in eine volle Lobby zu kommen. Man kommt zwar rein in den Modus ohne Probleme, aber diese Lobbys werden einfach nie voll. Ich war jetzt 5-mal oder 6-mal heute alleine jeweils für 10 Minuten in einer dieser Lobbys und man braucht nur 8 Leute dafür. 6 Jäger, 2 Dämonen. Es kann nicht so schwierig sein, alle Leute immer erstmal auf eine Lobby zu lenken, bis die voll ist, dann in die nächste, bis die voll ist und so weiter und so fort. Wieso gibt es 500.000 verschiedene Lobbys, wo immer nur 2 Leute drin sind? Das kann es doch nicht sein. Und ich habe es wirklich ausgetestet. Ich war in 6 verschiedenen Lobbys und ich war tatsächlich auch in 6 verschiedenen Lobbys. Das waren nicht dieselben Leute, die da drin waren. Und es waren immer nur 3-4 andere Leute dabei. Das kann doch nicht sein. Das ist ja ultra schlecht programmiert, sowas. Ganz, ganz schlecht. Und dann ist auch dieser Modus nur noch 2-3 Tage übrig. Der ist ja, glaube ich, nur noch bis zum Montag da. Also, ich weiß nicht, was sie hier geleistet haben, aber gut ist es auf jeden Fall nicht. Kommen wir aber zum Modus selber. Wie würde der normalerweise funktionieren? Ich habe jetzt nur 2-mal Jäger gespielt, deswegen kann ich auch leider nicht wirklich sagen, wie sich die Dämonen spielen. Die haben auf jeden Fall Fähigkeiten, wie zum Beispiel diesen Riesensprung hier, den ihr gerade gesehen habt. Und die Jäger sollen dafür sorgen, dass sie immer wieder diese Masken aufnehmen. Es gibt 8 Stück an der Zahl. Sobald alle 8 aufgenommen wurden, sind die Dämonen auch wirklich verwundbar und können für immer getötet werden, sodass sie auch nicht wieder respawnen. Solange noch nicht alle 8 Masken aufgenommen wurden, auch wenn ein Dämon tötet, respawnt er wieder. Das heißt, es macht erst Sinn, wenn ihr alle 8 Masken habt. Aber wenn in dieser Zeit ein Dämon wieder einen Jäger tötet, landet seine Maske wieder auf dem Schlachtfeld, die Dämonen sind quasi wieder unverwundbar und so geht das ganze Spiel von vorne los. Die Dämonen müssen dafür sorgen, in quasi einem bestimmten Maskenzeitraum, wenn noch nicht alle aufgenommen wurden, alle Jäger aber zu töten, weil die können dann auch nicht mehr respawnen. Die können erst wieder respawnen, sobald eine Maske aufgenommen wurde. Das heißt, am besten verteidigen sie quasi zum Beispiel jetzt hier die letzte Maske und töten alle Jäger einen nach dem anderen, sodass keiner mehr eine Maske aufnehmen kann, um die ganzen Jäger wiederzubeleben. Aber desto mehr Jäger sterben, desto mehr Masken landen auch wieder auf dem Schlachtfeld und desto mehr Auswahl hat quasi der Jäger dann auch wieder, welche Maske er aufnimmt, um alle Leute wiederzubeleben. Das heißt, die Dämonen sind eigentlich wirklich sehr, sehr mies dran. Die werden hier komplett umzingelt von den ganzen Jägern und haben kaum eine Chance wegzukommen. Deswegen hätte ich so gerne mal als Dämon gespielt, um mal wirklich auch dafür ein paar Tipps rauszuhauen. Aber ganz ehrlich, es ist ja völlig egal, was für Tipps ich gebe, wenn man den Modus nicht spielen kann, ist es ein absoluter Fail von Rockstar. Und das ist in dem Fall auch. Ich meine, wenn man schon einen Modus für nicht mal eine Woche herausbringt, dann bitte sorgt auch dafür, dass der funktioniert. Es kann doch nicht sein. Es ist hier ein exklusiver Modus für Halloween da und dann geht er nicht mal. Absolut peinliche Aktion. Aber gut, machen wir weiter mit der wöchentlichen Kollektion von Madame Nazar. Kurz zur Erklärung, es gibt 3 verschiedene Spawn-Zyklen von allen Sammelgegenständen, also auch von der wöchentlichen Kollektion, weil sie einfach nur aus 3 Sammelgegenständen besteht. Und jetzt zum Beispiel ist der Freitags-Spawn-Zyklus, der auch noch am Montag aktiv ist. Das heißt, heute, wenn ihr das Video seht am Freitag, könnt ihr diese Gegenstände auch an diesen genauen Orten einsammeln. Zum Beispiel hier die Blume bei Lagras oder hier graben wir jetzt gleich nochmal die Pfeilspitze aus von der wöchentlichen Kollektion. Und dann haben wir nur noch das Geier-Ei und das zeige ich euch natürlich auch. Also diese 3 Gegenstände könnt ihr am Freitag einsammeln. Dann gibt es noch einen Spawn-Zyklus, der Dienstag, Donnerstag, Samstag aktiv ist. Und dann noch einen, der Mittwoch und Sonntag aktiv ist. Also da zählt für euch nur noch der Sonntag. Das zeige ich euch am Schluss. Hier sind wir gerade bei New Hannover, direkt im Süden vom Erch.
Und hier haben wir nochmal das Geier-Ei. Aber Vorsicht, wenn ihr das einsammelt, es kann sein, dass hier auf einmal ein Puma kommt. Ich habe gar nicht auf die Minimap geachtet. Auf einmal sammle ich das ein und der Puma kommt direkt und haut mich um. Ja, geil. Aber das Gute ist, 3 Sterne Puma ist einfach so auf mich zugelaufen. Natürlich immer schön hier mit dem Bolt-Action-Gewehr erledigen. 3 Sterne erhalten. Schöne Sache. Hier nochmal auf der Karte gezeigt, wo wir sind. Einfach ein bisschen im Südwesten von Blackwater oder im Osten vom S von Grizzlies. Und das war's damit. Der nächste Spawn-Zyklus ist dienstags, donnerstags und samstags aktiv. Das heißt, wenn ihr das Video am Freitag guckt und den Spawn-Zyklus von Freitag abgearbeitet habt, könnt ihr direkt am nächsten Tag am Samstag diesen Spawn-Zyklus nehmen, um die Gegenstände ein weiteres Mal zu sammeln und den Satz ein weiteres Mal zu vervollständigen. Am Dienstag geht das übrigens auch nochmal, allerdings nur bis 12 Uhr. Dann ist das nächste Update draußen und die nächste wöchentliche Kollektion. Hier haben wir erstmal die gesplitterte Pfeilspitze bei Amberino, beim Wapiti Indian Reservation, bei diesem Indianerlager, das wir auch alle kennen aus der Story. Hat sogar einen eigenen Schnellreisepunkt, sollte man kaum verfehlen können. Als nächstes die Gaia-Eier, kann man hier auch mitnehmen, wunderbar. Auch hier zeige ich euch natürlich wie immer die Location auf der Karte, sobald ich es aufgenommen habe. Hexenjagd-Set ein weiteres Mal vervollständigt. Ich glaube, ich habe insgesamt 7 Mal dieses Set vervollständigt, weil diese ganzen Sachen eigentlich sehr, sehr oft zur Verfügung stehen. Hier im Norden von Annisburg, bei Roanoke Ridge, ziemlich genau im Westen von dem A von Roanoke. Und das letzte Ding ist hier in Lagras bei dem Köderhändler oder auch bei der fremden Person hier, die wir auch aus der Story kennen, und zwar die Kardinal Lobelie oder Lobelli. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, auf jeden Fall hier in Lagras, und natürlich kann man auch das Pferd benutzen und damit die Pflanze aufzusammeln. Das kann man nämlich ab einem gewissen Rang beim Sammler mit jedem Pferd machen, das dann einfach das Pferd für einen einsammelt. Ist sehr angenehm, trotzdem natürlich auch zu Fuß möglich. Hier die Kardinal Lobelie für den Spawn-Zyklus 3, der dann am Mittwoch und am Sonntag aktiv ist, also nur noch am Sonntag für euch relevant hier. Aber so ist es halt, wenn ich die Videos erst am Freitag mache, wenn ich alle 3 Spawn-Zyklen dann auch aufnehmen kann, wenn die alle einmal am Start waren. Davor kann ich euch immer nur leere Locations zeigen und das finde ich nicht immer ganz so gut. Dann haben wir hier, nachdem wir die Kardinal-Lobelie abgehandelt haben, im Norden von der Flatneck Station, dann müsste das die abgebrochene Pfeilspitze sein. Sieht man jetzt, glaube ich, nicht mehr, weil ich hier gerade auf der Karte war. Auf jeden Fall, ja, doch. Die abgebrochene Pfeilspitze war es. Das ist das Einzige, was man hier diesmal ausgraben muss. Man braucht auch diesmal für die komplette wöchentliche Kollektion keinen Metalldetektor. Das ist ja meistens der Fall oder manchmal zumindest. Und hier geht das alles ohne. Nur die Schaufel braucht man für eine. Dann haben wir hier nochmal das Geier-Ei bei Hennigan's Stead nochmal auf der Karte markiert. Und ich kann mich an dieser Stelle eigentlich schon wieder verabschieden. Natürlich wie immer ein kleiner Shoutout an meine Kartoffelkönige, die mich mit einer Kanalmitgliedschaft unterstützen. Vor allem an Annika, The Prophet, Achim, Stefan Sandmeier, Hemmo, Üsentrieb, The Joker, Marshall Shield, Andrea, Honeybee, Hompo, Chito und Patrick. Vielen Dank an euch. Ich verabschiede mich an der Stelle. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Cut und ciao. Boom. Ba-ba-dam. Boom. Ba-ba-dum-bum. United Potatoes, United Potatoes, 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 United Potatoes.